Fleisch, soweit das Auge reicht. Es riecht nach Feuer, Holz und Rauch. Man kann es beinahe schmecken. Außen eine würzige Kruste und innen das zarteste Fleisch der Welt. Wir sind im Süden der USA, in Texas, dem Mekka der weltweiten Grilltradition. Wenn uns jemand sagen kann, wo das Barbecue wirklich herkommt, dann finden wir ihn hier. Bei den wohl amerikanischsten aller Amerikaner. Den Cowboys. Unser Reporter Lars sucht nach Antworten. Doch er bekommt am Anfang immer nur denselben Hinweis. In der Nähe soll es eine Ranch geben mit eigenem Restaurant. Der Koch dort sei eine Legende des amerikanischen Barbecues und beherrsche den originalen Grillstil der Cowboys. Und tatsächlich fühlen wir uns hier wie im Wilden Westen. Werden wir hier den Ursprung des Barbecues finden? Fing alles mit den Cowboys an? Das Restaurant ist ein Steakhouse, nicht der erwartete Barbecue-Tempel mit gigantischem Ofen und Rauch. Suchen wir wirklich am richtigen Ort? Schön, Sie kennenzulernen. Tom Perini ist mit seinem Cowboy-Barbecue weltberühmt geworden und hat sogar schon im Weißen Haus und im Kreml gegrillt. Er will uns bei unserer Spurensuche helfen und bringt uns dorthin, wo angeblich alles angefangen hat. In die weite Prärie von Texas. In the early days of Texas, als die Texaner in den Bürgerkrieg zogen, konnten sich die wilden Longhorns ungestört vermehren. Aus ein paar tausend Rindern wurden Hunderttausende. Die lebten damals alle in freier Wildbahn. Ein paar clevere Geschäftsleute dachten sich, alles, was wir tun müssen, ist, diese Rinderherden zu den Großstädten zu treiben. So begann die Ära der Cowboys und das große Geschäft mit Rindfleisch. Ohne die Cowboys hätte es das Barbecue, das wir heute kennen, wahrscheinlich nie gegeben. Denn Rindfleisch ist die Grundlage für jedes gute Barbecue. Tom züchtet auf seiner Ranch eine Herde der Rinder aus der Cowboy-Ära. Texanische Langhornrinder. Hello, boys. Hey, Jungs. I know. Ja, ja, nur mit der Ruhe. Ihr bekommt alle was. We do not use Diese Rinder landen bei uns nicht im Steakhouse. Die haben alle Namen und leben ein natürliches Leben auf unserer Ranch. Für mich sind das wunderschöne Tiere. Und ich möchte, dass die Menschen sie noch lange bewundern können. Diese Rinder sind heute eher eine Touristenattraktion. Aber früher waren sie vor allem begehrtes Fleisch. Aber wie sah ein echtes Cowboy-Barbecue aus? Barbecue bedeutet lange Garzeit mit viel Rauch. Die Cowboys hatten damals gar nicht die Zeit dafür. Die haben das Fleisch wahrscheinlich aufgespießt und ins Feuer gehalten oder auf einem Rost gegrillt. So wie ein Steak. Die Cowboys haben also ungefähr so gegrillt wie wir heute. Barbecue-Experte Tom gibt uns einen neuen Hinweis. Jeder, der in die USA kam, hat eine bestimmte Fähigkeit mitgebracht. Ich glaube, so muss man das Puzzle zusammensetzen. Ich kann dir auch nur meine Meinung sagen. Und ich glaube Folgendes. Deutsche, Schwarze, Cowboys und Mexikaner. Alle haben einen Teil zu dem Barbecue beigetragen, so wie wir es heute kennen. Für manche bedeutet Barbecue, du legst im Garten ein Würstchen auf den Grill. Das ist kein Barbecue. Das Wort ist heute so abgenutzt. Eigentlich kommt Barbecue vom mexikanischen Wort Barbacoa. Finden wir die Wurzeln des Barbecue tatsächlich bei den Mexikanern?
Unsere Spur führt uns nach Houston. Hier soll es noch das echte Barbacoa geben. Wisst ihr, wo ich Barbacoa bekomme? Nein? Trotzdem danke. Ich suche Barbacoa. Ob ich das mag? Ja, ja, das ist sehr gut. Er gibt uns die Adresse zu seinem Lieblings-Barbacoa-Laden. Also das ist das Gerardos. Schauen wir mal rein. Hi, ich habe gehört, Sie machen so tolles Barbacoa. Da lang. Danke. Okay, wir sind schon mal richtig. Hallo, hola, hola. Kann ich Ihnen ein paar Fragen zu Ihrem Barbacoa stellen? Klar. Wenn du magst, kannst du mal kurz zu mir in die Küche kommen. Auch hier sieht es irgendwie nicht so aus, wie wir es von einem Barbecue-Restaurant erwartet haben. Barbacoa gibt es schon ewig. Bestimmt ein paar hundert Jahre. Das kommt eigentlich aus Mexiko, also von den Azteken. Für ihr Barbacoa hatten die eine ganz besondere Tradition. Die haben ein Loch gegraben, das Fleisch eingewickelt, Erde drüber geschüttet und oben drüber Feuer gemacht. Hier in den USA verbietet uns die Gesundheitsbehörde, das Barbacoa in Erdlöchern zu machen. Deshalb benutzen wir diese großen Edelstahl-Dampfgarer. Und dann sehen wir, was mexikanisches Barbacoa bedeutet. José und sein Team verarbeiten 70 Rinderköpfe pro Tag. Sie wickeln die Köpfe in Alufolie und lassen sie dann 12 Stunden in heißem Dampf garen. Mit dieser Technik ist das Familienunternehmen seit 1977 erfolgreich im Barbecue-Business. Der ist schon fertig. Den nehmen wir jetzt komplett auseinander. Der Mexikaner benutzt alle Teile des Kopfes. Er sagt, das Kopffleisch mache sein Barbacoa viel intensiver als jedes andere Barbecue. Barbacoa ist schön fettig und saftig. Das verleiht dem Ganzen seinen unglaublichen Geschmack. Die Menschen lieben es. Manche mögen die Zunge, andere das Wangenfleisch oder alles gemischt. Das hier ist Wangenfleisch. Schau hier, ein Stück Gehirn. Manche mögen das besonders gern. Hier finden wir weder Rippchen, noch Holz, noch Feuer oder Rauch. Nichts, was uns an Barbecue erinnert. Aber kann das hier trotzdem der Ursprung des Barbecues sein? Mein erstes Rinderkopf-Barbecue. Schauen wir mal, was wir da haben. So. Hier so ein Tortilla-Fladen. Alles schön drauf. So, ein bisschen Hot Sauce drüber. Okay, so richtig. Come on, Lars. So richtig Lust habe ich nicht, aber. Wie schmeckt der Barbacoa-Wrap? Riesensauerei. Besser als ich es erwartet habe. Also der Geschmack ist wirklich wie ein riesiger Rinderbraten, den meine Oma früher mal gemacht hat. Sehr zart, sehr intensiv, obwohl gar kein Gewürz dran ist. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Aber es hat ja rein gar nichts mit dem Barbecue zu tun, was wir jetzt kennen. Das amerikanische Barbecue ist das hier wahrscheinlich nicht. Für die meisten, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, sind es Tacos.
Also müssen wir weitersuchen. Die Mexikaner haben den Begriff Barbecue geprägt. Ihr Erdloch Barbacoa hat sich allerdings nie im ganzen Land durchgesetzt und kann damit nicht der Ursprung des Barbecue sein. Die Cowboys haben das beliebte Rindfleisch in die ganze USA gebracht. Ihr Barbecue war aber eher ein schnelles Grillen über einem Lagerfeuer. Doch wir erinnern uns, Cowboy-Koch Tom hatte noch einen anderen Hinweis für uns. Viele Schwarze sind nach dem Bürgerkrieg nach Texas gekommen und haben ihr Barbecue-Wissen mitgebracht. Unsere Spurensuche führt uns zu den Nachkommen befreiter Sklaven. Als die Sklaverei abgeschafft wurde, kamen viele Schwarze nach Texas. Denn hier war das Land groß und günstig. Wir suchen in einer der ersten von befreiten Sklaven gegründeten Kolonie nach Antworten. Welchen Einfluss hatten die Schwarzen auf das Barbecue? Jedes Jahr kommen alle Menschen, die mal hier gelebt haben, an diesen Ort zurück. Wir machen ein großes Barbecue, um den 19. Juni zu feiern, den Tag unserer Befreiung von der Sklaverei. Die schwarzen Sklaven mussten früher immer kochen. Wir haben irgendwann gelernt, wie man Barbecue macht. Wir haben Kohle in ein Loch geschüttet, Stöcke darüber gelegt und obendrauf ganze Schweine gegrillt. Und wir mussten mit dem klarkommen, was man uns gegeben hat. Das hat uns sehr einfallsreich gemacht. Endlich eine eindeutige Spur. Sie führt uns zu einem der besten schwarzen Barbecue-Restaurants in Texas. Werden wir dort das Rätsel um den Ursprung des Barbecues lösen können? Das ist Sam's Barbecue. Hier hat sich seit 40 Jahren nichts verändert. Schaut mal hier vorne. Hier an der Wand. Das ist unser Logo. Hier brauchst du keine Zähne. You don't need no teeth to eat my beef at Sam's Barbecue. Ich bin quasi das Maskottchen. Ich habe keine Zähne. Die brauche ich hier nicht. Die Frauen finden es okay. Ich bin verheiratet. Also mach dir keine Sorgen. Jetzt komm rein. Herzlich willkommen in meinem Zuhause. Fühlt sich gut an, oder? Riech mal das Aroma und den Rauch. Das ist alles echt. Das hier ist unsere bisher heißeste Spur. Werden wir hier den Ursprung des Barbecues finden? Kommt mal mit in die Küche. Das wird euch schocken. Das wird euch sowas von umhauen. Nur ich hab sowas. Hier geht's richtig ab. Ich habe einen echten Barbecue-Ofen aus Ziegelstein. Schweres Gerät. Ich habe echtes Feuer. Das ist echtes Holz. So, und jetzt mache ich euch mal was zu essen. Und zum ersten Mal auf unserer Suche sehen wir das, was echtes Barbecue ausmacht. Rippchen. Das waren früher die minderwertigen Fleischstücke, die für die Sklaven übrig blieben. Genauso wie Hühner. Aber was ist das große Geheimnis der schwarzen Barbecue-Kultur? Mein Geheimnis? Wenn ich dir das verrate, muss ich dich umbringen. Das wäre nicht so gut für dich. Du kannst nicht allen alles verraten. Wenn jeder dein Geheimnis kennt, braucht dich keiner mehr. Lass mich das mal hier schön einreiben. Arme, Beine. Okay, komm mal näher. Ich sag's dir. Du brauchst Liebe.
Du musst mit Liebe kochen und lieben, was du tust. Viele Teile des amerikanischen Barbecues, die wir heute lieben, sind eigentlich zäh. Rippchen zum Beispiel. Zu Zeiten der Sklaverei haben die Schwarzen dieses Fleisch stundenlang bei geringer Hitze gegart, bis es zart wurde. Nach ihrer Befreiung brachten die Schwarzen diese Technik mit nach Texas und haben so das Barbecue bis heute beeinflusst. Viele Restaurants stellten Schwarze als Barbecue-Experten ein. Brian möchte diese Tradition aber innerhalb seiner Familie weitergeben. Für ihn ist das ein wichtiger Bestandteil des schwarzen Barbecues. Wir halten zusammen. Wir sind eine Einheit. Und das macht uns stark. Und deshalb werden wir noch lange hier sein. Unsere Enkel werden ein Berg sein. Jetzt sind wir noch ein kleiner Felsen, aber wir wachsen. Und irgendwann sind wir ein gigantischer Berg. Das ist das beste Barbecue, das du je essen wirst, Baby. Also als ich hier reingekommen bin, habe ich nicht gedacht, dass es so phänomenal schmeckt. Und auch das, was er immer sagt, es geht um Liebe und du musst Liebe reinmassieren und so. Man denkt, das ist irgendeine Floskel, aber es ist tatsächlich einfach grandios. Es ist das Einfache daran. Mit den Händen essen, mit Liebe zubereitet, kein Schnickschnack auf dem Tisch. Perfekt. Doch wir sind noch lange nicht am Ende unserer Reise. Brian hat einen weiteren überraschenden Hinweis für uns. Wenn du alles mit Liebe machst, Menschen hilfst, Obdachlosen hilfst, dann bekommst du auch Hilfe zurück. Ich sage immer, wir kamen alle in anderen Schiffen, aber jetzt sitzen wir im selben Boot. Wir müssen einander helfen. Früher durften Schwarze nicht zusammen mit Weißen essen. Wir durften auch nicht in Restaurants und so. Die Deutschen haben uns dann irgendwann geholfen. Die haben uns in ihren Restaurants einen eigenen Bereich abgetrennt, in dem wir Barbecue essen durften. Aber sie durften den Schwarzen laut Gesetz keine Teller und Besteck geben. Deshalb essen wir Barbecue auch heute noch mit den Händen, weil wir das früher nicht anders durften. Die Deutschen haben uns das Barbecue auf Papier gegeben, Metzgerpapier. So haben sie das Gesetz mit Tellern und Besteck geschickt umgangen. Unsere Spurensuche führt uns in die erste Gemeinde, die von deutschen Einwanderern gegründet wurde. Never mind. Never mind. I live the life I left behind. I live it full. I live it wide. Through layers of time you can't divide. Da haben wir es doch. Milheim Harmonieverein. Der Gesangsverein ist das Herz der kleinen deutschen Gemeinde, die ursprünglich Mülheim hieß. Finden wir hier das entscheidende Puzzleteil? Liegen hier die Wurzeln des Barbecues? Guck dir das mal an. Milheim Harmonieverein. Deutsche Emigranten sind 1840 in Texas angekommen und haben die Traditionen ihrer Heimat fortgeführt. Und jedes Jahr findet an Vatertag ein Barbecue statt. Ja, das scheint doch ein guter Ort zu sein, um sich noch mal umzuschauen. In dem kleinen Dorf bleiben wir nicht lange unbeobachtet. Wen haben wir denn da? Schön, Sie kennenzulernen. Mark Bolton, Präsident des Vereins. Und das ist Cap Bolt, Leiter des Vereins und ältestes Mitglied. Können wir mal reinschauen? Gerne doch.
Das sieht alles gut aus für unser nächstes Event. Alles ordentlich und sauber. Wir haben 300 Leute Platz. An Vatertag machen wir Barbecue für 1200 Leute. Rind, Schwein und Lamm, so viel du essen kannst. Das war immer der Treffpunkt der Deutschen. Alle Familienfeste und Geburtstage waren hier. Schon als Junge bin ich hier die Tanzfläche rauf und runter gerannt. Tja, wir versuchen das am Leben zu halten. Viele sind weggezogen. Das war früher ein Bauerndorf. Aber davon kann heute einfach keiner mehr leben. Das deutsche Erbe verblasst langsam. Aber das Vatertags-Barbecue hält die deutsche Gemeinde zusammen. Barbecues waren schon früher große Events mit Hunderten oder Tausenden Menschen. Nichts, was man alleine im Garten macht. Das war unser Biergarten. Ich erinnere mich noch. 3 Tage Bier trinken und essen. Dann zeigt uns Mark den ganzen Stolz der deutschen Gemeinde. Sieht so aus, als wäre unser Grill noch gut in Schuss. Und wenn mal was auseinanderbricht, bauen wir es eben wieder auf. Ein 23 Meter langer Grill. Das Vatertags-Barbecue sieht ziemlich professionell aus. Aber kann es wirklich sein, dass die Deutschen das Barbecue erfunden haben? Also, soweit ich weiß, haben es hier alle von den Deutschen gelernt. Auch die Schwarzen. Ich denke mal, ihre Herren oder Besitzer haben denen gezeigt, wie man Barbecue macht. Und die geben ihr Wissen natürlich auch weiter. Irgendwas wird schon dran sein. Meinst du nicht? Das sagt man hier. Es kommt von den Deutschen, das Barbecue. Wir sind ganz nah dran, das Rätsel zu lösen. Liegen die Wurzeln des Barbecues wirklich in Deutschland? Wir fahren nach Lockhart. Dort soll es noch einige der alten deutschen Barbecue-Restaurants geben. Ein unscheinbares Gebäude mit Wänden schwarz von Rauch. Welche Geschichte hat dieses deutsche Restaurant? Das ist Smitty's Fleischmarkt und wir sind auch heute noch ein Metzgerladen. Unsere Kunden kommen immer noch her und bestellen ihre Steaks. Als ich klein war, war das ein Lebensmittelladen. Aber irgendwann konnte mein Vater nicht mehr mit den großen Geschäften mithalten. Dann hat er sich auf das Barbecue spezialisiert. Und damit war er nicht der Einzige. Viele deutsche Metzger stiegen in das Barbecue-Geschäft ein und wurden zu den ersten Barbecue-Restaurants. Und die sind noch genauso erfolgreich wie früher. Die Kunden wählen zwischen Rinderbrust, Rippchen und Truthahn aus und zahlen nach Gewicht, wie beim Metzger. Die Spezialität des Hauses entsteht im Hinterzimmer. Hier machen wir unsere deutschen Würste. Wir haben 3 alte Öfen hier. Jeder hat ein eigenes Feuer. Wir hängen die Würste auf große Stäbe. Und das hier ist Eichenholz. Wir benutzen nur Holz. Bei uns gibt es keine Gas- oder Elektroöfen. Hey, kannst du mal schauen, ob wir gerade Würste drin haben? Die müssten eigentlich schon gut sein. Rund 2 Euro kostet die original deutsche Barbecue-Wurst.
Leider kann uns die Besitzerin nicht sagen, was das für eine Wurst ist und aus welcher deutschen Stadt das Rezept kommt. Den meisten amerikanischen Kunden ist das auch völlig egal. Wie schmeckt's? Gut. Geil. Mega. Also, offensichtlich gibt's keine Teller hier. Der Geschmack erinnert uns an eine grobe Mettwurst. Aber wie stark haben die Deutschen das Barbecue wirklich beeinflusst? Was ich jetzt hier erfahren habe, ist, dass es scheinbar viele deutsche Metzger gab, die früher hier Geschäfte aufgemacht haben. Würste und das Wurstmachen ist auf jeden Fall was, was wir Deutschen hier mit hingebracht haben. Aber so richtig kannte sie sich jetzt nicht aus. Sie hat aber immer von Kreuzmarkt gesprochen. Also das muss ein Riesending sein hier irgendwo um die Ecke. Das werde ich mir jetzt anschauen. Die Geschichte nimmt plötzlich eine entscheidende Wendung. Die Dame schickt uns zu ihrem Bruder. Ihm gehört das größte deutsche Barbecue-Restaurant in Texas. All unsere Hinweise laufen hier zusammen. Wir wissen, dass deutsche Metzger das amerikanische Barbecue stark beeinflusst haben. Wir wissen, dass ihre Würste extrem beliebt waren. Werden wir hier die Wurzeln des Barbecues finden? Rick Schmidt erzählt uns endlich die ganze Wahrheit. Viele Barbecue-Restaurants haben das Wort Markt in ihrem Namen. So wie wir, Kreuzmarkt. Der Grund ist, dass das früher alles Metzgerläden waren. Und mit Würstchen haben die eigentlich nur ihre Reste verwertet. Früher gab es keine Kühlschränke. Bevor das Fleisch schlecht wurde, haben die Deutschen es geräuchert. Aus den guten Stücken haben sie Barbecue gemacht und aus den schlechten Würste. Das geräucherte Fleisch wurde immer beliebter. Heute steckt dahinter ein gigantisches Geschäft, das Rick mit deutscher Präzision am Laufen hält. Wir machen hier alles jeden Tag gleich. Wir messen all unsere Zutaten grammgenau ab. Wenn man kleine Mengen Barbecue macht, kann man vielleicht grob arbeiten, von dem ein bisschen und von dem ein bisschen nehmen. Aber wir wollen jeden Tag denselben Geschmack. Wenn du es heute magst, wirst du es auch noch in 6 Monaten mögen. Wenn es dir vor 6 Monaten nicht geschmeckt hat, wirst du es heute auch nicht mögen. James ist der Pitmaster und verantwortlich für das charakteristische Raucharoma. Er muss die Temperatur im Feuer permanent gleich halten und braucht dazu das richtige Stück Holz. Hier, dieses Holz gibt den Rauchgeschmack, den alle wollen. Andere Hölzer sind entweder zu intensiv im Geschmack oder rauchen zu stark. Diese Eiche ist perfekt. Ohne den Rauchgeschmack wäre es kein echtes Barbecue. Der deutsche Barbecue-Stil hat sich tatsächlich weltweit durchgesetzt. Und nicht nur das, die Deutschen haben auch die Technik der Räucheröfen perfektioniert. Diese Öfen machen das wahre Texas Barbecue. Und so war es schon immer. Unsere Spurensuche hat gezeigt, dass Barbecue so vielseitig ist wie Amerika selbst. Viele Einwanderer und Bevölkerungsgruppen haben ihren Teil dazu beigetragen. Die Mexikaner, die mit ihrem Rinderkopf Barbacoa den Begriff Barbecue geprägt haben. Die Cowboys, die durch den Viehtrieb die amerikanische Liebe für Rindfleisch ausgelöst haben. Afroamerikaner, die in Zeiten der Sklaverei minderwertige Fleischstücke stundenlang garten, um sie genießbar zu machen. Und deutsche Einwanderer. Sie gründen mit ihren Metzgereien die ersten Barbecue-Restaurants und brachten das Räuchern in die USA und in die ganze Welt. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, welche dieser Stilrichtungen im Barbecue die einzig wahre oder der Ursprung des Ganzen ist. Das Spannende an der ganzen Geschichte ist aber, dass das, was wir glauben, was amerikanisches Barbecue ausmacht, das Räuchern, das Smoken,
das kommt tatsächlich aus Deutschland. Unsere Spurensuche hat gezeigt, die deutsche Grilltradition ist viel mehr als nur eine Wurst auf den Rost zu legen.